Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Videoideen für den Monat Mai habt. Und da kam nicht zu knapp: Franzi, könntest du ein Update zu deinen Brüsten machen, zu deiner Brust-OP, ob du dich immer noch wohlfühlst? Welche BH-Größe hast du jetzt? Und eine ganz entscheidende Frage war: Franzi, wie hat sich deine Beziehung verändert oder wie hat Christoph überhaupt darauf reagiert? Denn ich habe ihn in den beiden Videos, wo es um meine Brust-OP ging, einmal, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe und zweitens dann der ganze Ablauf der OP, ich verlinke euch die zwei Videos auch unten in der Infobox, habe ich Christoph nie so in den Vordergrund gestellt, beziehungsweise habe eigentlich gar nichts dazu gesagt, weil ich diesen Gedanken aus den Köpfen kriegen wollte, dass ich das für irgendjemand anders mache. Die erste Frage, die ganz oft kam, war: Franzi, welche BH-Größe hast du jetzt? Und ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem, euch das zu erzählen. Denn, Freunde, es ist jetzt schon, also ich gucke jetzt schon, dass ich hochwertige BHs habe, aber nicht viele. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 BHs. Und die sind alle entweder von Hunkemöller oder von Chance. Das, so heißt die Firma Chance, die 75F. Mein Umfang ist wesentlich schmaler geworden, weil ich halt abgenommen habe. Als ich das letzte Mal bei Chance war, hatte ich 90. Und ich meine, ich hatte davor so 2 Größen bzw. eine Größe mehr. Also das ist halt, ne, sie sind auch etwas kleiner geworden. Aber wie gesagt, wenn ihr da Näheres wissen möchtet, schaut euch gern die anderen 2 Videos an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall trage ich gern BHs mit Bügel, aber ohne irgendwelche Polsterung. Das musste ich früher immer machen. Jetzt ist es so, ich hatte bei Chance, ich wurde da so toll beraten, ich war in Hamburg in der Europapassage und wir haben verschiedene BHs anprobiert, weil ich halt nach diesem Kompressions- bzw. Sport-BH, den ich nach der OP ja lange Zeit getragen habe, übrigens ist die OP jetzt fast genau 7 Monate her, musste ich mich erstmal reinfinden, welche Größe habe ich jetzt und was sieht gut aus. Und wir haben festgestellt, dass so diese Push-Ups, zu denen ich gegriffen habe, und die Verkäuferin, besser gesagt die Beraterin, meinte schon, du wirst das nicht brauchen und es wird auch nicht mehr gut aussehen, weil du es einfach nicht brauchst. Und es sah tatsächlich nicht schön aus. Balkonett-BHs sehen bei mir auch sehr schön aus, aber im Großen und Ganzen mag ich es, wenn da halt nichts irgendwie gepolstert ist, einfach nur mit Spitze. Ich stehe jetzt auch total auf durchsichtig. Because of the nipple. Was ich aber mache, also was ich machen kann, was mir auch gut gefällt, ist, wenn so eine ganz leichte Polsterung vorhanden ist. Also jetzt kein, auf keinen Fall Push-Up, sondern einfach nochmal so ein dickerer Stoff, dass man eben auch die Nippel verdecken kann, wenn man mal ein leichteres T-Shirt anhat und die man halt durch, wo man sie halt durchsehen könnte. Wobei ich auch da sagen muss, es stört mich jetzt nicht mehr. Also er hat, mein Arzt hat das wirklich so toll gemacht. Ich habe jetzt letztens erst wieder Arbeiten gesehen von einer anderen Chirurgin. Ich meine von Frau Dr. Berganer oder so, keine Ahnung. Jedenfalls die, wo sich Isabeau operieren lassen hat. Ich meine jetzt nicht Isabeaus Brüste, sondern sie hat von einer anderen Patientin eben die Brüste gestrafft und meinte halt, dass sie die Brustwarzen immer sehr, sehr hoch setzt. Und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich euch zeige, weil die Brüste sich ja nach einer Zeit aushängen. Und dass die Brustwarzen aber immer noch weiter oben sind, sodass es halt nicht so auffällt, wenn sie sich aushängen. Und das finde ich überhaupt nicht schön. Also ich finde toll, dass meine Brustwarzen da mitgehen, dass die jetzt am Anfang vielleicht hier saßen und jetzt schon wieder hier sind, aber trotzdem noch eine total schöne Brust ist. Also sie hat sich tatsächlich auch noch mal ein bisschen ausgehangen, aber alles wunderschön und alles überhaupt nicht irgendwie dramatisch, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, die OP hätte sich nicht gelohnt oder so, auf gar keinen Fall. Was ich auch gerne noch trage nach wie vor sind Sport-BHs, beziehungsweise was ich mir auch aufgehoben habe, weil die einfach mal 90 Euro gekostet haben, da habe ich auch 2 mitgenommen, damit ich einen waschen kann, sind diese Kompressions-BHs nach der OP, die man hier vorne mit Reißverschluss einfach zumacht, trage ich nach wie vor noch sehr, sehr gern. Habe ich zum Beispiel so einen hier an, wo sich die Spitze so bis nach oben zieht. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Dann trage ich 30% diese Sport-BHs und 20% tatsächlich gar kein BH, weil es mich persönlich nicht stört, wenn jemand anders meine Nippel sieht. Wenn das irgendjemand stört, soll er halt nicht hingucken. Was gehen andere Leute meine Nippel an? Sich belästigt fühlen, dann sollen sie nicht hingucken. So einfach ist das. Also ich habe tatsächlich auch Oberteile oder auch so ganz, ganz dünne Spaghetti-Tops, die ich immer mit solchen dicken BH-Trägern anziehen musste, weil eben meine Brüste so gehangen haben. Aber, und weil natürlich auch viel Gewicht, ne, das musste ja auch alles getragen werden. Und die ziehe ich jetzt tatsächlich ohne BH an. Also, und das ist mir, ich fühle mich wohl und es ist mir egal, was andere Leute dazu sagen. 75F bei Chance, wie gesagt, die Größen wechseln ja, das ist ja wie bei Klamotten, das finde ich auch
absolut beschissen, dass es keine deutsche Norm gibt, keine französische Norm, was auch immer. Dass das einfach, dass jede Frau weiß, ich kann in den und den Laden gehen und habe immer dieselbe Größe. So ist es leider nicht. Aber bei Chance, vielleicht kennt ihr das, den Laden, dann wisst ihr Bescheid, 75F. Und ihr seht jetzt dieses, das sieht jetzt nicht super riesig aus. Also ich weiß nicht, wenn ich habe keinen alten BH mehr von mir. Ich habe alle weggeschmissen. Ich habe echt alle weggeschmissen. Ich glaube, ihr seht es schon, das ist jetzt kein Riesen-Cup, ne? Wichtig ist auf jeden Fall, egal ob ihr gemachte Brüste habt oder nicht, lasst euch ausmessen. 87% der Deutschen tragen die falsche BH-Größe. Ich habe noch mal in die Statistik geguckt, das ist der absolute Hammer, 87%. Und das vermeidet ihr eben, indem ihr ausmessen lasst. Und dann merkt ihr auch wirklich, dass die Brust richtig in dem Cup drin sitzt. Und es gibt nichts Schlimmeres, und das war bei mir früher auch immer so, wenn die Brust so drüber schwappt. Wisst ihr, wie ich meine? Also es muss schon alles verpackt sein. Wir haben sich die Narben gemacht. Also es ist immer noch so, dass ich die Narben noch eincreme und dass ich jetzt gespannt bin auf den Urlaub. Und ja, ich werde mich auch oben ohne Sonnen. Wir fahren auf Malle. Ich denke, da ist das kein Problem. Und dann bin ich mal gespannt. Ich werde mich natürlich mit Lichtschutzfaktor 50 eincremen. Aber dann mal schauen, wie sich das mit den Narben verhält. Auf jeden Fall sind sie ganz, ganz weich. Überhaupt nicht irgendwie, dass man, wenn man die Brust anfasst, dass man sie fühlt, dass sie so hart sind. Ich denke halt, das liegt auch daran, dass ich sie immer eincreme. Aber sie sind halt noch gerötet. Ne? Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis eine Narbe verblasst. Das dauert halt einfach eine Weile. Und das ist aber vollkommen okay. Ansonsten mit der Form, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich bin super zufrieden. Ich merke das halt auch einfach an den Klamotten, was ich jetzt anziehen kann. Es ist so, so viel schöner und so, so viel entspannter, weil man sich einfach keinen Kopf machen muss, weil halt irgendwie alles gut aussieht. Also jetzt bis auf meine Speckringe, die ich noch in den Griff kriegen möchte. Aber ansonsten kann ich so obenrum schon relativ alles gut tragen. Und jetzt zum Thema, wie hat sich die Beziehung verändert? Also natürlich, was Intimitäten betrifft, zu 580.000%. Es ist immer so gewesen, und das habe ich euch im ersten Video gesagt, und das ist kein Scheiß. Ich bin 7 Jahre lang vor meinem Freund, vor Christoph, so rumgerannt, wenn ich mich geduscht habe. Wenn ich duschen gehen wollte oder wenn ich mich umgezogen habe. Und wenn er reingekommen ist und ich stand gerade nackt da, bin ich sofort zusammengezuckt und habe meine Brüste zugehalten. Immer. Das, was Christoph in den 7 Jahren verpasst hat, meine Brüste zu sehen, hat er jetzt in den letzten 7 Monaten wieder aufgeholt. Denn ich bin ein sehr offener Mensch. Ich renne, wenn es warm ist und ich habe meistens immer Hitze, renne ich nackt im Haus rum. Ich habe damit überhaupt kein Problem, und mich vor ihm zu zeigen, mich vor Mathilda zu zeigen. Und ansonsten, ja, ihm gefällt das Ergebnis auch sehr, sehr gut. Er ist auch zum letzten Termin nochmal mit hingefahren und ist direkt auch mit mal rein zu ihm. Das war also zu meinem Arzt, das hat er sonst nie gemacht, und hat halt nochmal gesagt, dass es Wahnsinn ist, was er da gemacht hat. Also vor allen Dingen ohne irgendwie Silikon, Eigenfett oder sonst irgendwas. Er hat die Brust halt wieder komplett neu modelliert, und das ist Wahnsinn, was er da geschafft hat. Und es ist jetzt einfach auch so, dass wir generell, und ich glaube, ihr wisst, ich brauche da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sehr, sehr offen jetzt miteinander umgehen. Also in sämtlichen Lagen der Beziehung, wenn ihr versteht, was ich meine. Es einfach nicht mehr so diese Beklemmung von mir gibt oder diese Angst, oh, jetzt könnte ich gerade blöd aussehen oder so. Ich bin so selbstbewusst geworden, was meinen Körper betrifft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Auch wenn ich immer noch locker 10 Kilo habe, die ich gerne abnehmen möchte, bedeutet das nicht, dass ich meinen Körper nicht liebe. Ich finde meinen Körper zurzeit wirklich, also es gibt immer wieder Phasen, klar, aber ich finde meinen Körper zurzeit wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, es sagt es schon, dass ich im Urlaub kein Problem habe, mich oben ohne zu sonnen. Freunde, ich habe hier eine Narbe um die Nippel rum, runter zu und einmal hier unten eine Narbe. Also da sind schon Narben da, ne? Es stört mich nicht. Das stört mich einfach nicht. Und ja, also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das war auch die Frage, Franzi, was würdest du machen, wenn sie wieder so hängen? So hängen können sie nicht mehr, weil die Haut nicht mehr da ist. Aber falls es wieder so sein sollte, dass ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle, ich kenne ja jetzt das Gefühl, wie ich mich jetzt fühle, ich würde es immer wieder machen lassen. Ich würde es immer wieder machen lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung, also auch Christoph. Und ja, er merkt halt auch einfach, dass ich viel selbstbewusster bin. Also ich glaube mittlerweile, er kann meine Hupen gar nicht mehr sehen, ehrlich. So oft, wie der die Hupen sehen muss. Ich halt einfach, also ich strecke sie ihm jetzt nicht vors Gesicht, also manchmal schon. Ich laufe halt oft nackt durchs Haus. Gerade wenn ich duschen gehe, dann gucke ich mich halt auch in jedem Spiegel an. Und ich finde es halt, es ist halt einfach sehr, 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 sehr schön geworden. Im Gegensatz zu vorher, boah, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist ein neuer Körper für mich. Und ich muss sagen, nach 7 Monaten bin ich da auch gut reingewachsen. Das dauert seine Zeit, also es ist nicht so, dass du operiert wirst und dann gleich direkt denkst, boah, geil, sondern
dieser neue Körper muss erstmal in deinem Kopf ankommen und kann dahingehend wirklich nur jede Frau, die sagt, ich bin da so unglücklich damit und das nicht erst seit 2 Tagen, sondern vielleicht schon seit mehreren Jahren über einen längeren Zeitraum hinweg und ich möchte das für mich machen. Lasst euch ja auch bitte nicht immer einreden, wenn du dich operieren lässt, liebst du dich nicht selber. Wer sagt denn das? Ich habe mir das auch einreden lassen, auch unter den Videos, ja. Sie haben schon recht, ich habe mich nicht selber geliebt, deshalb habe ich mich operieren lassen. Aber könnte man die Logik nicht auch umdrehen und sagen, gerade weil ich meinen Geist, meine Seele, meinen Charakter so sehr liebe, möchte ich auch etwas für meinen Körper tun und etwas daran ändern und immer arbeiten. Ob das jetzt Sport ist oder eben eine OP oder die Ernährung umstellen, was auch immer. Oder das Rauchen aufhören oder keine Drogen mehr zu konsumieren, kein Alkohol mehr zu trinken, was auch immer. Hat das nicht auch was mit Selbstliebe zu tun, dass man sich versucht zu verbessern? Also weiß ich nicht, das kann man so und so sehen. Ich kann euch nur sagen, entscheidet das ganz für euch alleine, entscheidet das für euch selber. Das meine ich jetzt nicht nur auf die Brust bezogen, sondern oder auf jegliche OPs, sondern auch wenn ihr sagt, ihr möchtet abnehmen, macht das für euch und macht das für niemand anders. Wenn ihr sagt, ihr möchtet euren Job kündigen, ihr fühlt euch da nicht mehr wohl, macht das für euch und für niemanden anders. Oder auch andersrum, geht nicht irgendwo hin auf Arbeit oder sonst irgendwas, wenn ihr euch dabei nicht wohlfühlt und wisst, dass ihr es eigentlich ändern könnt, nur weil Leute hinter euch stehen und sagen, ja, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Lasst euch das nicht einreden, zieht euer Ding durch. Das ist das, was ich euch noch zum Abschluss sagen möchte, weil mir das einfach wichtig ist. Kam wirklich der Videowunsch dazu, dass ich da nochmal ein Update mache und tatsächlich hatte ich das sowieso geplant nach einem Dreivierteljahr oder so, jetzt sind es 7 Monate, okay, das lassen wir auch gelten, es wird jetzt nicht noch so ein Video kommen, ihr seid jetzt erlöst von meinen Hupen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, euch geht's gut und natürlich hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hab euch lieb, Haselein, macht's gut, passt auf euch auf, Tschüsselein und Knutschelein.